Am Effizienzdialog gefällt mir, dass etwas angestoßen wird, das Breitenwirkung entwickeln muss, nämlich dass die Grundvoraussetzung unseres Handelns erstmal die Überlegung sind, wie können wir effizienter mit den restlichen Brennstoffen, die wir noch haben, umgehen. Natürlich hat die eine Chance. Ich bin ja ein Verfechter dieser Mini-Welt. Ähnlich wie man früher gesagt hat, es geht gar nicht, mit PCs stabile Netze zu schaffen, bin ich der tiefen Überzeugung, dass auch diese Minikraftwerke stabile Netze schaffen können und vor allen Dingen dann regenerativ betrieben werden können, zum Beispiel mit Biogas. Nachdem der Bund ja ausgestiegen ist bei der Förderung von Mini-BHKWs, muss halt Bayern endlich einmal selber Geld in die Hand nehmen. Bisher sind ja die Regenerativen in Bayern nur durch Bundesförderung bezahlt worden und nie durch bayerische Fördermittel. Da hat es nie was gegeben. Jetzt muss halt Bayern einmal vor und nicht nur immer sagen, wir haben die meiste Energie, regenerative Energie, was im Übrigen nur dann stimmt, wenn man die Wasserkraft hinzuzählt. Und das ist ja eine uralte Energie, die unsere Altvordern entwickelt haben.